Hallo, heute ist der dritte Teil unserer Tormek-Reihe. Ich habe den Wolfgang mit dabei von Tormek. Im letzten Teil haben wir euch ja gezeigt, eine Diamantscheibe, die jetzt gerade nicht drauf ist und wie man Stechbeutel schleift und so weiter. Und heute geht's an Messer. Ich habe hier wunderschöne Taschenmesser. Hier haben wir einmal ein Messer mit so einer ganz besonderen Klinge. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Klingenform heißt. Tando. 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 So, Tanto mit zweimal Tanto. Tanto. Eine Tanto-Klinge. Das ist so japanisch. Wie so ein Samurai-Schwert. Genau, richtig. Dann haben wir hier noch so ein altes Victorinox, nennt sich das, so ein Schweizer Taschenmesser, so ein Bundeswehrmesser. Und das hat schon bessere Zeiten gesehen. Wir machen heute auf jeden Fall mal einen Vorher-Nachher-Vergleich mit Papier. Ja, das ist. Da geht. Da gibt das Papier gleich. Ja, okay. Der kann nichts. Mit dem, also das sollte normalerweise schon scharf sein. Das geht nicht mal. Ja, das war schon mal besser. Wie gesagt, mit dem sollte es vielleicht schon noch ein bisschen gehen. Das dürfte noch. Ja, das ist schon scharf. Aber es reißt, man hört es, man sieht es am Schnitt. Das genau, ist so ein bisschen, wenn man so schräg reinschaut, das drückt sich so seitlich raus. Mhm. Aber wichtig ist die Form. Wir wollen es jetzt auch nicht schlechter machen, wie es ist. Das ist ein neues, schon noch einigermaßen scharfes Messer. Aber die Form ist halt wichtig, da gibt es ein bisschen was. Wir haben euch schon im ersten und zweiten Teil dieser Reihe gezeigt, mit der Lederscheibe, Steinwechsel und alles. Also schaut euch die Teile an, da haben wir alles gezeigt. Heute geht es wirklich jetzt speziell, wie schleift man jetzt die besondere Form des Messers und wie schleift man die Keule wieder scharf. Und vor allen Dingen, das funktioniert nur mit deinem Original Dominik-Messer, oder? Aus Wasser. Das gibt es bei mir im Shop mit dem extra mitgebrachten Tormek-Spezialwasser. Das könnt ihr übrigens bei mir im Shop kaufen. Das braucht ihr, um mit der Tormek zu arbeiten. Das kostet 27 Euro die Flasche. Gut, legen wir von los. Von uns geprüft. Von euch geprüft. Stay sharp. Wir haben hier jetzt das Set. Ich habe hier von euch so ein besonderes Set. Das verlinke ich euch auch wieder, wie alles in der Videobeschreibung. Da sind einige Halter drin. Genau. Da haben wir unsere Messervorrichtung. Der Nachfolger, das heißt, das ist die neueste Version hier, KJ45, unser Knife Chick. Dann haben wir auch hier unser KG140, das heißt, es ist einfach breiter. Das heißt nicht für große Messer, sondern ganz einfach für flexible Messer. Wenn du Klingen hast, die einfach weich sind, sich durchbiegen, Filetiermesser und so weiter, einfach zum Stabilisieren. Weil mit dem können wir im Prinzip hin bis zur Machete alles machen. Das geht, also es hat nichts mit der Größe des Messers, sondern einfach nur hier flexibel. Dann habt ihr hier die Vorrichtung für die Äxte. Die spannt man dann hier so oben ein. Dann kann man die Axt mal wieder schärfen. Tut man sich leichter beim Holzspalten. Und das ist hier ein Adapter. Die SVM 00. Ich nehme mal das kurz hier runter. Da wird im Prinzip, wenn ich jetzt sehr, sehr schmale Klingen habe oder kurze Klingen, die ich hier nicht einspannen kann, weil ich entweder mit dem Winkel dann mit der Vorrichtung auf den Stein aufkomme. Dann muss ich einfach was dazwischen schalten. Dann ist das quasi so eine Art Fake-Klinge, die ich dann halt hier einspanne und dann das Messer hier unten über den Griff hier unten drin einspanne, einfach den Abstand wieder zum Stein hinbekomme. Das ist also so ein Adapter. Haben wir auch bei uns auf dem Kanal tolle Videos drüber. Die SVS 38, das ist im Prinzip für kleine Werkzeuge. Dass auch mal ein Schraubenzieher, der abgebrochen ist, oder mal einen kleinen Stechbeitel, einen ganz schmalen, oder einfach Schnitzwerkzeug, Hohleisen. Das kann ich damit schärfen, oder für Linoleum-Messerchen und Schneidevorrichtungen. Dann haben wir hier unsere Vorrichtung für die Scheren. Die wird hier oben angebracht und da wird einfach die Schere dann so eingeklemmt. Von der normalen Papierschere, Stoffschere bis hin zu der klassischen großen Heckenschere, die ist also groß ist, die nehmt ihr einfach auseinander, ist am meisten eine Flügelmutter drin, könnt ihr damit auch machen. Also alles, was irgendwo eine Schere hat, könnt ihr da ganz einfach winkelgenau mit drauf schleifen. Und ihr habt ja auf euren eigenen Tormek-YouTube-Kanal zu jeder Vorrichtung ein Video, wo das ganz genau erklärt wird. Genau, einspannen, aufsetzen, Winkel suchen und so weiter, wirklich alles im Detail mit beschrieben. Fangen wir mal mit dem an. Ist natürlich auch ziemlich verkratzt, da können wir das auch, im letzten haben wir das ja mit dem Stechbeitel gemacht, kann man sich auch mal schön die Seiten wieder
raus, schön rauspolieren, schleifen, wenn man es möchte. Aber das ist, sage ich jetzt mal hier, einfach Heavy Duty. Ich glaube tatsächlich, das Messer habe ich das letzte Mal als Jugendlicher noch wirklich versucht, mit dem Schleifpapier so, ich hatte ja keine Ahnung, ja, so zu schleifen. So schaut es auch aus. Also genau, weil eigentlich auch die Taschenmesser, die sind, wenn man so reinschaut jetzt ins Profil, die sind einfach dreieckig rausgeschliffen. Mhm. Das heißt, hier unten mache ich ja nur so ein, man sieht es ja fast kaum, so ein Viertelmillimeter, bloß so eine kleine Phase unten hin, wo der Winkel, sage ich jetzt mal, völlig irrelevant ist. Und es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder mit der Vorrichtung hier einfach rangehen. Ich gehe ein bisschen nach vorn und ein bisschen schräger rein. Aus dem einfachen Grund, mir reichen 2 mm zum Einspannen. Wenn ich jetzt ganz parallel gehe, hier habe ich eine starke Krümmung, tue ich ein bisschen leichter, wenn ich ein bisschen statt in der Mitte hier von der Klinge gehe, so ein bisschen nach zur Spitze vorgehe und danach schaue, dass ich, wenn ich hier die Verlängerung vorgehe, einfach gleich bin. Das heißt, in dem Fall komme ich ja, weil das ja nach unten schwingt, ein bisschen schräg an die Klinge ran. Dann tue ich mich einfach leichter und die Winkelgenauigkeit ist besser in der Kurve. Mit einem kleinen Schräubchen unten anziehen, bis ich dran bin mit den Klammern und dann mit der hinteren Schraube, dann stelle ich die beiden Backen auf. Und drehe einfach auch nicht überfest, einfach nur gut handfest hin, damit das fest ist. Man sieht, das öffnet sich hier ein bisschen. Seht ihr das? Weil sich das dann einfach auch hier vorne an der Klinge anpasst, weil das ja zugeht. Besseren Griff hat. Das sind auch so die wesentlichen Verbesserungen und Erneuerungen im Verhältnis zur alten Vorrichtung. Hier machen wir es so. Hier müssen wir natürlich eine ganze Ecke weiter rausgehen. Jetzt kommt so ein kleiner Tipp. Passt mal auf. Wenn ihr nicht viel rumdrehen wollt, dann macht ihr die Maschine an. Und dann könnt ihr das richtig schön in jede Richtung einfach und genial laufen lassen. Ja, gut, dass ich dir den Trick vorhin noch gezeigt habe, Wolfgang. Muss ja nicht alles hier erzählen. Aber der steht hoffentlich nicht im Handbuch. Der steht nicht im Handbuch. So, das in der Richtung reicht schon. Ich bin auch ganz knapp unten mit der Vorrichtung über dem Stein. Das heißt, perfekt. Ich mache das jetzt mal ohne, wie gesagt, auch Wiederholung. Hier unten drücken, festziehen und dann hier auch noch anziehen. Dann ist das auch immer hier parallel. Warum jetzt eben diese Schräge? Weil ich muss ja nicht hier oben gerade anliegen. Ich möchte ja auch hier, wenn ihr es seht, ich mache mal so einen schönen Strich drauf. Deswegen gibt es nämlich diesen Winkel. Kann man das schön verdeutlichen. Kann ich mal so eine 90-Grad-Winkellinie hier aufziehen. So. Weil wenn ich jetzt hier oben gerade anlegen würde, seht ihr ja, dann legen wir ja auch schräg. Deswegen kann ich ja ein bisschen so legen, weil ich habe ja auch schräg eingespannt. Dann stimmt es hier im Winkel. Ich tue mir dann aber hier in der Kurve wesentlich leichter, wie wenn ich gerade bin. Dann wird es hier relativ eng und vorn sehr flach. Das heißt, ich kriege eine Phase, die wird vorn so breit. Sieht nicht so schön aus. Und wir wollen ja auch ein bisschen ästhetische Geschichte hier an der Klinge haben. Deswegen einfach ein bisschen schräg einstellen. Was wir jetzt noch machen, es ist zwar dünn, ein bisschen stumpf, aber da muss nicht so viel Material weg. Und bei den Messern ist der Stahl relativ weich, also da kann ich locker auf 1000 rangehen. Also mit dem Steinpräparierer, mit der feinen Seite, einfach nochmal so kurz ein bisschen drüber gehen. Das sieht ja greift noch ein bisschen, da war es noch ein bisschen rau an den Stellen. So, wunderbar. Das haben wir wunderbar fein geschliffen. Das heißt, haben wir eine 1000er Körnung drauf. Und mit der 1000er Körnung gehen wir jetzt hier einfach ran. Hier dagegen, Hand drauf. Nicht zu verkrampft hier festhalten, sondern ich fasse es sogar wie so ein Geigenbogen eigentlich nur an. Wichtig ist einfach nur der Druck nach vorn. Dann kommt automatisch auch den Druck hier drauf, weil wir schleifen ja auch wieder hier dagegen. Weil dagegen gibt es eine wesentlich feinere Schneide wie vom Stein weg. Und der Schleifgrad wird ja durch feiner. Jetzt schauen wir, dass wir parallel auflegen. Ich mache das mal ganz bewusst langsam, dass ihr seht, ich will Wasser über die gesamte Klinge haben. Und nicht Wasser hier nur oder Wasser nur hier. Dann schleife ich sofort Ecken hier rein. Also wirklich nicht aufdrücken gleich, erstmal so. Jetzt Druck ausüben, schön parallel rüberziehen und anheben. Also nicht diese Bewegung machen, der Form nachgehen, sondern anheben. Deswegen haben wir es ja schon schräg eingespannt, damit das so wirklich schön
Form hinbekommen. Schauen wir mal, wie es aussieht. Man sieht jetzt schon ganz fein und auch vor allen Dingen schön parallel von hinten bis vorn die Form hin. Jetzt drehen wir es einfach mal um, machen es von der anderen Seite, anheben und dann einfach wieder rüberschieben. Und wichtig ist, nicht zu früh anheben, dass ihr auf die Kante kommt, sondern wirklich rübergehen. Wenn ihr auf dem Stein seid, dann erst anheben. Also ich habe hier beim Messerschleifen definitiv auch den Fehler gemacht, dass ich das quasi immer so gedreht habe. Nicht das so. Genau, ja. Ich übertreibe jetzt mal, also um es darzustellen, wenn ich hier rüber gehe, ich liege ja hier parallel auf der Linie. Mhm. Und durchs Anheben komme ich zwar weiter hoch, aber durch das Anheben kann ich ja den Winkel, das ist ein bisschen Übung, wie weit kann ich anheben. Mhm. Weil sonst wird es keine Spitze mehr, sondern wird die Spitze ja auch abgeschliffen. Wenn ich aber die Bewegung mache, dann komme ich, gut, jetzt hängt es auch nicht so weit raus, aber je länger die Spitze raushängen würde, ich komme ja wesentlich... Da wollen wir die Linie so, dass man die noch da haben, dass man sieht. Ich komme dann, gut, weil es jetzt zu kurz ist, aber ich würde unter die Linie runterkommen, also viel flacher. Mhm. Und das heißt, ich kriege eine Phase, die läuft so und so spitze, dann wird sie immer breiter. Und aber auch hier, nächster Fehler, den man gleich hier sieht, ist der, die Arbeitsfläche wäre jetzt viel zu hoch. Ja. Ich zwar sehe jetzt sehr gut, was ich mache, aber ihr seht, ich muss schon auf die Seite von der Maschine gehen, also... Genau, also ein bisschen tiefer wäre nicht schlecht, aber wir haben jetzt einfach die Möglichkeit, nicht hier unbedingt, aber es funktioniert. Ja, wir haben, ich richte mich selber, wenn ich für mich selber schleife, auch auf einen niedrigen Arbeitstisch ein. Wir sind jetzt bloß auf meiner großen Werkbank, um hier schöner filmen zu können. Aber haben wir im anderen Teil schon mal gesagt, richtet euch die Arbeitsfläche so ein, dass ihr angenehm so arbeiten könnt. Also ihr seht, das ist gute 10, 20 cm zu hoch eigentlich. Ich sehe hier noch ein bisschen Reflexe, wenn man drauf schaut. Das ist immer ganz gut, gutes Licht zu haben. Das ist immer gut, wenn man dann mal entweder mit einem Nagel so leicht drüber fährt, spürt man es. Beziehungsweise hier sieht man genau das Stück hier. Da bin ich noch nicht bis vor, weil da ist so eine Vertiefung drin. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Ich versuche mal. Ja, ein bisschen hat man schon gesehen. Da hinten müssen wir noch ein bisschen ran von der Seite. Wenn man auch direkt drauf schaut, man sieht unten dann immer so ein bisschen Reflex. Und wenn man dann halt oft auf einer Stelle schleift, zum Beispiel hier, dann muss man dann zwischendurch immer wieder mal ausmitteln nach vorn hin, weil sonst schleift man einfach mal so eine Ecke rein. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, würde ich sagen. Ja, beißt ganz gut. Dann schauen wir doch gleich mal beim Abziehen, wie das wird. Wir machen jetzt mal so ein bisschen was drauf und dann gut am Körper festhalten wieder, flach auflegen und dann nach vorn erst. Und dann sieht man auch schon so ein bisschen die Bröselchen. Und ich weiß nicht, ob es die Kamera sieht, so die ganz feinen Linien auf dem Leder. Das heißt, da ist noch Schleifgrad dran und hier müsst ihr aufpassen, seht ihr, was passiert. Das zieht euch wohl nicht, dass dann zuklappt und euch die Finger einklemmt. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Anfassen, rüber, anheben. So, was man machen kann, ist natürlich dann auch einfach mal hier so auf der Seite die Klinge flach auflegen. Kann man die dann auch nochmal ein bisschen rauspolieren. Dann sieht die einfach schon mal wieder ein bisschen schöner aus. Wenn ihr hier nichts spürt über Nagel, nicht groß drauf drücken. Wenn es wie Butter durchgeht, dann dürfte es eigentlich ganz gut sein. Kein Reflex drauf ist, dann müsste es auch passen. Oder wenn ihr euch nicht getraut, über den Nagel zu fahren, nehmt einfach eine alte Kreditkarte oder so eine Scheckkarte her. Also wenn man das jetzt so eine Karte wäre, haltet ihr einfach so ein bisschen vibrierend in der Hand und fahrt einfach so drüber. Dann merkt ihr auch sofort klick, klick, klick. Oder sowas, wenn ihr dann irgendwo eine Stelle habt, wo ihr noch nicht sauber abgezogen habt. So, das sparen wir uns später auf. Genau, oder? Das machen wir später. Dann legen wir das mal dahin. Sieht schon mal ein bisschen anders aus wie vorher. Also die Kratzer kriegt man natürlich nicht mehr ganz raus, da bin ich mit 80er Schleifpapier drüber und so. Ja, da muss dann schon 1200er irgendwo dann nach Schleifpapier rangehen. Und dann kommen wir jetzt zu unserem japanischen Tando. Wer um es, normalerweise gibt es keine großen Druckstellen, aber sehr ein bisschen Angst um seine Klinge hat, entweder er setzt ein bisschen Papier drüber, so als Schutz dazwischen, machen wir das jetzt mal ganz einfach, oder er kann sich einfach mit einem so ein bisschen Gewebeband oben drauf kleben, das geht auch.
Wir machen das jetzt mal einfach ohne. Das geht auch, aber manche sind halt sehr leichte Kratzer, weil das sind Museumsstücke, sage ich jetzt mal. Und hier die Besonderheit beim Einspannen. Hier haben wir eine ganz, ganz leicht geschwungene Form, aber eigentlich fast gerade. Die spannen wir auch einfach hier so parallel mittig zur Vorrichtung ein, weil die schleifen wir zuerst und dann schleifen wir die Kurve. Also erst machen wir die hier vorn, weil das können wir gar nicht auf einmal durchmachen, sondern es wird auf zweimal geschliffen. Das heißt, wenn ich den wegnehme, will ich schon sehen, dass die Schneide scharf ist, bevor ich dann nochmal rangehen muss und dann muss ich wieder neu einstellen und so weiter. Und das spart man sich einfach. Ist auch so generell, wenn ihr euch nicht sicher seid, wenn ihr geschliffen habt, lasst es hier dran, zieht sie auf der Lederscheibe ab, mit der Vorrichtung probiert, weil dann könnt ihr jederzeit, ohne neu einzustellen, hier wieder rübergehen und neu schleifen, weil sonst müsst ihr eventuell Winkel alles wieder neu suchen. Und das spart ihr euch natürlich. Mit dem Edding in dem Falle, ich kenne ja den Winkel nicht, bringe wirklich ganz vorsichtig von, einfach mal nur so drauf. Sehe ich schon, da sind wir optisch ein bisschen zu flach. So. Sogar noch eine kleine Idee. Es sieht schon ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob die Kamera sieht. Es ist im Prinzip nicht viel. Mal eine kleine Idee noch nach oben. Neuer Versuch. Also du kratzt es jetzt hier nur leicht an, sagen wir mal, um zu sehen, ob der Winkel passt. Genau. Und jawohl, jetzt ist sauber abgezogen. So. Und jetzt wieder ganz einfach rangehen. Flach auflegen. Und dann einfach nur bis vorne hier rüber. Jetzt gar nicht irgendwo um die Kurve versuchen rum, weil da will man ein bisschen einen harteren Knick drin haben. Das sind ja wirklich wie zwei Schneiden. Ist leicht gebogen, so, das heißt, ich mache minimal auch in der Bewegung, merkt ihr vielleicht so eine leichte Bewegung. Ja, man sieht auch immer ganz gut, dass hier genau mit dem Wasser das wirklich ganz flächig aufliegt und nicht stellenweise. Genau, du siehst sofort, wenn da irgendwo, wenn du ein bisschen schräg kommst oder so, du siehst es, ich wiege ganz leicht hin und her. Dass ich jetzt hinten mehr habe, jetzt habe ich vorne ein bisschen mehr, wie auf der Seite. Okay. Hier habe ich ja natürlich innen drin eine Begrenzung, da komme ich nicht ganz rein. Das heißt, hier gehe ich auch so ein bisschen ran, nicht zu weit rüber, sondern dass hier die Mitte nach vorn auch hier das irgendwo in der Mitte habe. Also die Klinge so ziemlich relativ mittig von der Klinge habe. Und dann auch vom Winkel her so, dass ich so die Mitte so als, ist ja leicht gebogen, auch als Höhepunkt habe, dann zieht es hier runter und hier runter. Tut mir ein bisschen leichter so in etwa. Das heißt, also wenn ich hier die zwei Punkte auch hier verbinden würde, dass die sich eigentlich so parallel wiederum zur Vorrichtung gehen. Das gefällt mir nicht, dann mache ich es nochmal anders. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit, wenn hier die Klinge, ihr seht, die geht vorne nochmal ziemlich spitz zu und ist sehr dick hier und starken Winkel. Da gehe ich dann lieber hier oben. Seht ihr, das Stück ist parallel hier. Greife ich hier oben hin, parallel. Also manchmal muss man ein bisschen. Das ist jetzt alles live. Ja, also die Klinge ist halt schon auch tricky. Genau. So, das seht ihr nämlich, jetzt ist die auch mittig hier wieder. Das heißt auch zentriert. Weil sonst kriegt ihr zwei unterschiedliche Winkel drauf. Und jetzt habt ihr natürlich die Klinge nicht sehr stark eingespannt und nicht viel. Und da steht lang vor. Das hat dann eine gute Hebelwirkung. Das heißt, hier mit Druck wenig und vorsichtig arbeiten. Und hier muss ich natürlich auch einen Winkel komplett neu, weil ich ziemlich weit nach unten komme. Ihr seht, komme ich sehr flach, ich muss also relativ hoch und da gewinnt er schon mal 2,6 cm, wenn er die zweite rangeht. Das ist nämlich schon mal ein riesen Vorteil, weil irgendwo ist auch hier an der Universalstütze von der Höhe ein Limit erreicht. Wenn ihr nicht die US 430 habt, die hat länger und ist auch breiter. Probieren das noch mit dem Edding nochmal. Also die Klinge zeigt uns auch wieder, dass man einfach viel Übung und Erfahrung braucht. Genau, man muss sich also bei solchen Sachen einfach mal hinsetzen. Nicht einfach, ach komm, jetzt einfach draufhalten, sondern erstmal gucken, mal so eine Trockenübung auch zu machen. Einfach mal draufhalten, versuchen abzurollen, abzuwickeln. Wie sieht's aus? Wie komme ich hin? Da sieht man jetzt, da habe ich ein bisschen nur an der Hinterkante erwischt, habe nach vorne noch ein bisschen schwarz. Mhm.
Das heißt, ich muss noch ein bisschen nach oben. Jetzt sind wir hier komplett drüber. Das sehen wir sehr. Also wirklich Einstellung, das ist schon mal eine ganz, ganz große Ecke. Ich will jetzt nicht zu weit rumgehen, weil ich möchte sie auch nicht rund machen. Also hier im Prinzip jetzt von, dann ist es so eine runde Geschichte bis dahin. Und wie weit ich gehe, das ist jetzt auch so ein bisschen Übungsgeschichte, Erfahrung und vom Gefühl her. Und ich sehe, hier fehlt mir aber noch 3-4 mm. Ich kann also noch ein bisschen weiter abkippen. Druck übe ich hier aus. Ich sehe nur hier oben zu, dass ich halt auflege und hier sehr moderat vom Druck her gehe und das ausgleiche. Und mit der rechten Hand, da führe ich eigentlich nur diese Wippbewegung. Schön parallel. Probier mal, weil vom Gefühl her schon. Mhm. So, jetzt wieder vom Winkel her das richtig erwischen. Nicht, dass wir es abstumpfen, zu steil gehen und so flach ist ja auch nicht richtig. So, jetzt mache ich auch erstmal nur die gerade Linie hier. Seht ihr, drückt dann schon ein bisschen auf. Und auch hier, du siehst, ja. Übung, ja. Nicht zu weit oben. So Freunde, fällt euch was auf? Ja, der Wolfgang ist nicht mehr da. Warum? Ich hatte einen Datenverlust. Das heißt, die letzten paar Videosequenzen, die ich mit dem Wolfgang gefilmt habe, sind leider tot. Aber was ich euch natürlich noch schuldig bin, ist jetzt der Test dieser beiden Messer, ob die auch wirklich scharf geworden sind. Und das zeige ich euch jetzt natürlich noch kurz. So, als erstes hier dieses Bundeswehrmesser, das mir dieses Victorinox, das der Wolfgang geschliffen hat. Und ihr wisst, das hat am Anfang konnte das gar nichts. Mal schauen, wie es jetzt ausschaut. Hohoho. Aber ihr seht, es ist scharf. Dann haben wir hier noch dieses Messer mit dieser Tanto-Klinge. Da schauen wir jetzt auch mal, ob das klappt. Ja. Wunderschön. Bis vorn hin. Also an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an Tormek und den Wolfgang, dass der Wolfgang da war und uns diese Videoreihe ermöglicht hat. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel dazulernen wie ich. Und ich würde sagen, ihr schaut euch jetzt die nächsten Videos an und ihr könnt auch bei Tormek auf dem YouTube-Kanal mal vorbeischauen. Habe die Ehre.